Hamburg ist im Löwenfieber, genau wie ich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Seit nun schon 10 Jahren thront Disneys König der Löwen hier im wunderschönen Hafen von Hamburg. Und genau das wird heute Abend in dem Theater hinter mir ganz groß gefeiert. Doch vorher bin ich verabredet mit einer echten Schamanin. Und die soll man natürlich nicht warten lassen. Wow, was für eine Bühne. Yes. Total beeindruckend, wunderschön, großartig. Disneys Der König der Löwen ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Nahezu jede Vorstellung ist ausverkauft. Und 8 Millionen Menschen haben alleine hier in diesem Theater das Musical schon gesehen. Weltweit waren es 60 Millionen Menschen. Aber Rafiki, wo ist die Sonne? Where is the sun? Okay, let me show you. Jetzt hätte ich eigentlich die Sonne erwartet, aber es ist Oliver Rohr. Du bist so gut wie die Sonne, denn du sorgst dafür, dass sie jede Vorstellung über aufgeht, richtig? Ja, das ist richtig. Was ist, wenn ich jetzt die Sonne starten möchte? Wo muss ich dann drücken? So, und da kommt die Sonne. Oh. 10 Jahre König der Löwen, das ist ein großes Erfolgserlebnis, absolut. Das macht einem stolz, doch. Okay. Hamburg und Löwen. Hamburg ist die Hauptstadt des Musicals. Ja. Und deswegen würde ich sagen, die Löwen sind los heute Abend. Ich liebe das ganze Musical. Ist mein absolutes Lieblingsmusical. The love tonight. Ja, freue mich auf einen schönen Abend, weil ich liebe Musicals. Ich bin also ein König der Löwen-Junkie. Dieses Opening geht so unter die Haut, wie eigentlich selten ein Musical geht. Du bist halt mal für 2,5 Stunden, glaube ich, in Afrika und da komme ich ja her und ich fühle mich einfach pudelwohl. Can you feel the love tonight? Ganz orange mit so wie eine Love. Die frisch und farbenprächtig in Szene gesetzte Geschichte um den Löwenkönig Simba verzaubert ganz Deutschland und ist erfolgreicher denn je. Ich finde, dass das mit den Musicals hier in Hamburg eine tolle Sache ist. Und dieses Musical, das ist natürlich wirklich ganz vorne an. Und man merkt das ja am Zuspruch. 8 Millionen Besucher in 10 Jahren, das ist eine Menge. Oh, schön, herrlich. Also ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so imposant ist, aber es war ja gigantisch. Makuna Makada. Ich fand die Giraffen und den kleinen Löwen am besten, weil die das so gut gespielt haben. Eine richtige Familienshow, eine Familienshow zum Träumen und ich werde auf jeden Fall meine Kinder mitbringen, nochmal kommen. Ich habe wirklich auch Tränen in den Augen stehen gehabt, also schon gleich am Anfang, weil es mich immer wieder umhaut. Es ist das beste Musical der Welt und ich wünsche mir, dass es mindestens noch 10 Jahre in Hamburg bleibt, am liebsten noch länger. Und dass meine Kinder mindestens noch 10-mal mit mir rein wollen. Lieber König der Löwen, auch ich wünsche mir, dass noch mindestens 10 weitere Jahre die afrikanische Sonne über dem Hamburger Hafen aufgeht. Alles, alles Gute und bis ganz bald. Besuchen auch Sie Disneys Der König der Löwen in Hamburg. Das Stage-Theater im Hafen freut sich auf Ihren Besuch. Mama.